Mögest du in interessanten Zeiten leben oder in wilden, spannenden, seltsamen Zeiten, komischen Zeiten? Mit verschiedenen Abwandlungen, das ist ein chinesisches Sprichwort. Eigentlich ein Fluch, habe ich neulich erfahren. Ich habe irgendwann mal gehört, neulich, es ist ein Fluch mitunter auch. Ja, es ist ein Fluch. In diesen Zeiten zu leben, definitiv. Es passiert so viel mit so einer beeindruckenden Geschwindigkeit, da kann man überhaupt nicht mehr hinterherkommen, auch als Kommentator von Tagesereignissen. Selbst wenn man jetzt diese Aktualität haben könnte, dass man jeden Tag was macht, aber ich hab auch meine Baustellen, ich habe zu tun, ich habe meine persönlichen Probleme, wie jeder Mensch. Und gut, ich ist jetzt nicht so, dass es völlig aussichtslos wäre. Mir geht es ja eigentlich. Ja, mir geht's gut, also ökonomisch gesehen fehlt es da jetzt nicht allzu sehr. Ne? Aber es wird halt immer verrückter um einen rum. Und so ein Analytiker, der sich noch nie geirrt hat, hat jetzt vorausgesagt, wohl neulich. Also, oder der sich, sagen wir mal, er hat sich einmal irgendwann mal geirrt und er hat sich praktisch nie geirrt, so gut wie nie. Hat gesagt, Trump wird nicht wiedergewählt im November. Ja, im Grunde muss mir das auch egal sein. Ich gönne den Gutmenschen und den Gutisten, den Autisten, die nicht merken, was hier langsam abgeht, wie sich unsere Welt zum Schlechteren verändert, wie sie selber alles auch kaputt machen, sich die eigenen Grundlagen entziehen, am eigenen Ast sägen, der natürlich auch der Ast vieler anderer ist, die nicht so Egoisten sind wie die Grünen oder die Linkspartei oder die scheiß SPD, die sowieso nichts mehr macht und kein Konzept hat, oder die CDU natürlich unter Merkel. Dieser Altparteienblock, die FDP nicht zu vergessen, die sich sowieso nach dem Windchen dreht. Die Partei, die einem in den Rücken fällt, wenn man es sowieso erwarten kann, dass sie es tut. Wie auch immer es ausgeht, ich weiß nicht. Die Welt wird ja sowieso schlimmer. Trump war eine Art Lichtblick, aber die haben ihn sowieso von vornherein fertig gemacht. Ich gönne denen halt nicht, dass sie triumphieren. Allerdings weiß ich auch nicht, ob irgendwie die Prognosen wahr werden. Ich meine, ich müsste ja eigentlich skeptischer sein, nachdem schon das erste Mal, nachdem für alle anderen klar war, der Drops war längst gelutscht, bevor es überhaupt angefangen hatte. Hillary wird die neue Präsidentin der USA und also die erste Präsidentin. Ja, jetzt schicken die da von den Demokraten irgend so eine Tussi ins Rennen. Eine aggressive Person. Ich gucke gerade auf dem Sterncover, ich bin im Laden. Kauf was ein, was man so machen muss für den Tag und Obama, also Barack und Michelle Obama sind auf dem Sterncover abgebildet und ne, sie kämpfen gegen Trump, stand da glaube ich dann. Ne, warum jetzt die Obamas jetzt in den Wahlkampf eingreifen und ich denke, oh Mann, es nimmt alles kein gutes Ende. Gut, Trump hatte eben das große Pech, dass in die zweite Hälfte seiner Amtszeit die Corona-Krise fiel. Ob das ein Zufall ist oder nicht, ob das irgendwie geplant ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. In meinem heutigen Beitrag wird es natürlich auch um Corona gehen, aber vielleicht auch nicht nur. Es geht um die unglaubliche Arroganz der Eliten. Es geht um die unglaubliche Arroganz der Leute, die sich für was, ja, tatsächlich in der Tat für was Besseres halten. Für Leute, die glauben, wenn wir diesen Weg in den allmählichen Wahnsinn und in so eine Art Weltsozialismus gehen, dass dann alles gut wird und die Menschheit dann gerettet wird. Wenn wir uns alle gleich machen, obwohl wir gar nicht gleich sind. Wenn wir versuchen zu erzwingen, dass. Wenn wir versuchen, Dinge zu erzwingen und dann trotzdem auf der anderen Seite alles schlimmer wird. Ja. Wenn wir mehr machen als das, was in meiner Jugendzeit, in den 90ern, in meiner Kindheit, in den 80ern, ja, in einem Großteil der 80er noch. Ich bin ja relativ zu Anfang der 80er geboren. Fast, ja. Ja. Was da damals schon getan wurde für den Umweltschutz, das hatte eigentlich schon gereicht. Man hatte doch in den 90ern diese energieeffizienten, sparsamen Maschinen, die zum Beispiel Waschmaschinen, die weniger Wasser brauchen, Spülmaschinen auch und. Also die alle weniger Strom verbrauchen, auch Kühlschränke und so, die da alle ziemlich energieeffizient sind. Staubsauger haben wir jetzt auch, die energieeffizient sind seit Jahren schon. Und ja gut, schrottige Elektroautos, für die das Kobalt natürlich da irgendwo
auch abgebaut werden muss für die Batterien. Das ist jetzt alles am Start. Wir hatten aber auch Jute-Tüten, Jute statt Plastik, das war ja schon so eine Initiative früher. Dann hat man jetzt das Plastik irgendwie zwangsweise abgeschafft und dann gibt es dann bei Aldi und Co. gibt es dann so eine Art, teilweise so eine Art Ersatzstoff für Plastik und dann gibt es natürlich Papiertüten ohne Ende. Als ob Papiertüten die beste Lösung wäre. Ich meine, ist ja auch jetzt nicht so, dass wir unendlich viel Papier hätten auf dem Planeten, auch wenn es noch so sehr recycelt ist. Gut, das sei alles dahingestellt. Ja, apropos Wahlen. Ich weiß ja gar nicht, wie die SPD das nächstes Jahr machen will. Gut, dieses Jahr im September haben wir jetzt, Mitte September haben wir jetzt hier in Münster meiner, ja, Wahlheimat. Obwohl ich im weitesten Sinne aus dem Münsterland komme. Also so aus der Umgegend von Münster, so Münsterland. Das ist ja so die Region in Nordrhein-Westfalen hier. Selbst wenn das so ist, bin ich da halt, ne? Fühle ich mich jetzt Münster als Stadt eigentlich überhaupt nicht verbunden. Also die Leute, die hier leben, früher war es so eine CDU-Gegend, ein bisschen konservativ. Seitdem die CDU aber nicht mehr konservativ ist, ist es einfach ein ziemlich linkes Kaff geworden hier. Also es ist, man muss es sich vorstellen, es ist eine linke Kommune im Grunde auf Großstadtgröße, also so auf Großstadtverhältnisse ausgedehnt. Mit 300.000 Menschen, von denen echt viele nicht mehr richtig ticken. Also viele Grünenwähler, viele Grünenwähler. SPD, CDU sind hier sehr stark. Linkspartei ist auch stark im Kommen, gerade bei den jungen Leuten, die hier so hingezogen sind, teilweise die hier auch studieren nur eine Zeit lang und wieder weiterziehen. Es ist grausam. Ja. Bürgermeisterwahlen sind das hier im September. Oberbürgermeisterwahlen. Ja, die AfD hat zwar, streng genommen hat die AfD hier in der Stadt auch einen Kandidaten. Allerdings habe ich gehört, wenn man jetzt konservativ ist und die einzige Konservative, die verbliebene Partei noch wählen will, und das ist ehrlich gesagt die AfD, ganz einfach, dann hat man folgendes Problem. Der Kandidat hat wahrscheinlich keine Chance, weil in Münster war immer schon das Gebiet, wo bundesweit am wenigsten AfD gewählt wurde. Da ist man immer so stolz drauf hier. Also man ist stolz drauf, dass man eine Stadt von autistischen Gutmenschen ist, die von der furchtbaren Realität in der Bundesrepublik hier kaum was mitkriegen. Dass man hier so eine Art Insel der Seligen immer noch hat, wo es einem so vergleichsweise gut geht. Den meisten geht es hier ökonomisch auch gut und man hat hier keinerlei größere Probleme, weil hier in dieser Stadt noch relativ wenig von Merkels Verwerfung zu spüren ist. Natürlich gab es ja auch schon Messerattacken, es gab ja auch schon kriminelle Flüchtlinge, auch Vergewaltigende, aber es ist hier noch relativ, also im Gegensatz zu den mittlerweile 4 Millionen Städten, die wir haben, also München vielleicht sogar noch weniger, aber vor allen Dingen Köln, Hamburg, Berlin sowieso das größte Shithole überhaupt. Da ist das mit der Kriminalität noch um einiges schlimmer. Und gerade was die Migranten betrifft, gerade die in jüngster Zeit gekommen sind. Wir haben jetzt bald 5 Jahre Flüchtlingskrise, wird demnächst die nächste Ausgabe Tichys Einblick erscheinen, Ausgabe 9 2020. Ich werde vielleicht mal einen Blick reinwerfen demnächst und ein bisschen vielleicht was darüber berichten oder was vorlesen davon. Ja, also es wird wie gesagt diese Wahl geben und man hat die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Also man müsste hier diesen CDU-Typen wählen, diesen Lewe, den haben wir schon seit Jahren als Oberbürgermeister, Markus Lewe. Und ja, der regiert die Stadt so, ja, wie das halt ein CDU-Politiker so tut, wie die meisten SPD-Politiker es auch tun, wenn sie die irgendwo in der Stadt regieren, die machen es ja irgendwie durchwachsen Scheiße. Es könnte schlimmer sein. Könnte natürlich auch vielfach besser sein. Ja, um es kurz zu machen, Münster ist ziemlich offen für sogenannte Flüchtlinge. Im Sinne von, also Münster ist keine Stadt, in die man unbedingt ziehen sollte, wenn man, ich sag mal so, wenn man auch auf insgesamt auf Sicherheit aus ist und auf einen hohen Lebensstandard kann man hier haben.
Also durchaus auch Komfort. Und hier, also hier ist es ordentlich mit dem Verdienst, aber und mit, also mit Jobs auch und so. Also es ist hier durchaus was vorhanden. Insgesamt so. Aber dass man hier besonders glücklich wird unter diesen komischen Gutmenschen, über all diesen Besserwessis und Bessermenschen da, das ist schon unwahrscheinlich. Gerade hier ist auch in Corona-Zeiten dieses nazihafte Verhalten, dieses Anblaffen von Leuten, die ihre Maske nicht hochgezogen haben oder hoch genug gezogen über die Nase oder die sonst irgendwie sie mal nicht getragen haben, versehentlich oder so. Dieses Angiften, das ist hier schon ziemlich häufig. Also man wird hier feindselig angegangen, ja. Ja, also da Münster sowieso seit ewigen Zeiten proflüchtlingsmäßig ist, kann man da auch gar nicht viel erwarten. Der SPD-Fuzzi wäre dann auch keine Alternative, weil der ist sowieso ein großer Schwätzer. Ich verachte ihn für seine Kolumne in der Na Dann, wo er übrigens auch Wahlkampf betreibt, neulich noch wieder. Ja, das ist absolut nicht mein Typ, der Typ. Und Dr. Michael Jung heißt der. Aber darüber muss ich noch mal ein andermal berichten. Ja, dann gibt es da einen von Die Partei. Das ist ein ganz fieser Typ. Der sieht schäbig aus. Der ist fett. Hat Fleschtunnel in den Ohren. Riesige Fleschtunnel. Und abgesehen davon, dass er fett ist, hat er fast eine Glatze und sieht fast aus wie der Klischee-Neonazi. Wie man sich das so vorstellt. So, ne? So aus dem Osten. Neonazi, ne? Springerstiefel, sowas. Ne? Und dann, ne, oder so leger gekleidet. Also ein ziemlich fetter Bauch, ziemlich fett, selbst im Vergleich auch zu mir. Und ja, wie gesagt, volles Haar habe ich, er nicht. Ja, und der ist natürlich ziemlich, also sein einziges Ziel ist im Grunde genommen, ja, hier die scheiß AfD ist böse und Nazis alles, das ist so sein Ding. Dann gibt es da noch so einen Griechen, der ist hier mal, den Namen kann ich mir jetzt nicht merken, der war hier mal gezogen vor ewigen Zeiten, hat hier mal studiert vor 30 Jahren oder so und ja, ist einer der perfekt integrierten Ausländer, also diejenigen, die nicht Teil des Problems sind. Glaubt aber, dass er wahrscheinlich für die breite Masse derjenigen steht, so nach dem Motto, ja, die meisten integrieren sich doch und dass die paar Probleme, die es da gibt, und wahrscheinlich für ihn existieren auch keine Parallelgesellschaften. Sein Ding ist dann dieses mit dem Bunten. Ja, gut, ich wollte es nicht vertiefen. Apropos Wahlen jedenfalls, mich interessiert auch nicht, wie das mit Trump ist. Ich muss mich davon verabschieden. Ich hatte nie was gegen Trump. Ich war teilweise sogar Trump-Fan, nicht unbedingt Verehrer. Ich habe ihn jetzt nicht völlig unkritisch gesehen. Ich habe ihn noch nicht wie eine Gottheit angebetet. Aber ich sag mal so, ich hatte nichts gegen ihn und er hat auch viel Gutes bewirkt. Und mit der Corona-Krise war er halt überfordert, aber das sind wir alle. Und er hat immerhin die Flughäfen in seinem Land da. Was war doch teilweise diese, was war das, New York und Co., hatte er dann dicht gemacht, einen Monat bevor hier in Deutschland überhaupt man mal mitgekriegt hat, ach, jetzt könnte es langsam ernst werden mit dem Virus, mit der Pandemie. Jetzt wird es langsam ein bisschen komisch. Wir müssen vielleicht doch mal was unternehmen. Ja. Merkel steht natürlich immer frei von jeder Kritik da, das ist klar. Also der Frau wird ja alles verziehen. Und sie regiert das Land ja, mehr schlecht als recht. Es könnte natürlich noch schlimmer sein, aber sie macht halt alles kaputt. Sie zerstört alles durch ihre Politik. Und ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Das mache ich natürlich später noch. In einem anderen Beitrag vielleicht. Aber wer jetzt Augen hat, um hinzusehen und wer wirklich auch hinsehen will. Wer sich wirklich der traurigen, bitteren Realität stellen will, die nun mal einfach nicht besonders heiter ist, der kann genug finden, was gegen sie spricht. Und für Trump auf der anderen Seite. Dass die Sterblichkeit dortzulande hoch ist bei ihm, das, ja, im Grunde ist das nicht so, dass er wirklich was kann. Ja. Das kann man ihm jetzt leicht in die Schuhe schieben, aber ich möchte wetten, dass irgendein demokratischer Politiker das auch nicht besser gemacht hätte. Hillary wäre auch hoffnungslos überfordert gewesen damit. Mit dem Unterschied halt, dass man sie immer noch in Schutz genommen hätte, so wie Merkel. Ich meine, die Merkel könnte sich wirklich, wie der Trump aus Spaß gesagt hat, er könnte sich auf, also das war wirklich
völlig daneben, das zu sagen im Wahlkampf natürlich. Das war völlig übertrieben. Ich hätte ihm auch dringend davon abgeraten, das überhaupt zu sagen als sein Berater, wenn ich einer gewesen wäre. Was er da so erzählt hat, er könnte sich auf eine Kreuzung stellen und jemanden erschießen und ne, trotzdem würden die Leute ihn noch wählen oder mögen oder sowas in der Art. Also das ist natürlich... das ist natürlich... Aber ich wette, bei der Merkel wäre das im Grunde so. Ne? Also im Grunde, wenn mal irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, da ist die Loyalität einfach nur größer als alles andere. Ich finde das sehr schade. Ich finde das sehr schade. Ich finde es furchtbar, dass diese Teflon-Kanzlerin, wie sie manche auch nannten, also an der prallt alles ab. Die kann machen, was sie will. Sie kann jeden Scheiß machen. Sie kann wirklich jemanden erschießen. Sie könnte Tonnen von Giftmüll irgendwie in einen... keine Ahnung, in den Bodensee einleiten, also überhaupt in irgendeinen wichtigen See oder in die Nordsee oder so, könnte alles verseucht sein auf Jahrhunderte und man wird immer noch irgendwas Positives finden und sagen, ja, war ja nur ein Versehen und sie hat es ja nicht so gemeint und irgendwie, ja, und wer hätte es schon besser gemacht? Ja, da hätte man es besser machen können. An ihrer Stelle. So, ich bin gespannt. 2021 ist die relevante Wahl, die Bundestagswahl. Das ist die Wahl, die für uns alle was zählt. Die ist für unser Land, ja, entscheidend. Ja, im entscheidenden Spitzenspiel haben wir allerdings auf der einen Seite irgendwie so eine Weltmannschaft, so wie, ja, Deutschland zeitlang wieder, Brasilien, Italien, Argentinien. Zum Beispiel eine dieser Spitzenmannschaften hätten wir da jetzt gehabt und das ist also die CDU unter Merkel. Die sind da immer noch solide und sicher im Sattel und ich fürchte, sie wird dann auch wieder gewählt werden, mangels Alternativen. Denn die Gegenseite, also die Mannschaft, gegen die die spielen müssen, das ist irgendwie, weiß nicht, Preußen-Münster. Hier dieser kleine Bundesliga-Verein. Ich glaube, sind jetzt in der zweiten oder schon in der dritten Liga wieder? Ich kenne mich nicht aus, ich bin kein... Lokalpatriot, was Fußball betrifft. Nun wirklich nicht. Also ich bin ja Lokalpatriot, weiß ich, wo ich vorher gelebt habe, aber naja. Ich bin insgesamt Patriot, was mein Heimatland betrifft, aber nicht so die Gegend unbedingt zwangsläufig. Also gibt viele schöne Gegenden in diesem Land, die auch sehr spezifisch sind, sehr verschieden, ja, wie in vielen anderen Ländern ja auch. Da könnte man natürlich, solange es innerhalb meines geliebten Heimatlandes ist, könnte ich praktisch überall hin. Ne, ich bin so eine Art, ich bin kein Anywhere in dem Sinne, aber ich bin, was das Land betrifft, bin ich ein Anywhere. Das ist eigentlich schon so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, woanders hin. Zum Beispiel in den Osten oder so, wo noch nicht so viele muslimische Migras, wo das mit der Islamisierung noch nicht so weit vorangeschritten ist, mit der schleichenden. Es gibt übrigens immer wieder Gerichtsurteile, es gibt immer wieder Moscheebauten, wo dann der Staat da irgendwie was bezuschusst. Es gibt immer wieder Feiern und irgendwelche Entscheidungen oder irgendwie Kantinen, wo dann kein Schweinefleisch mehr ist und so. Es gibt immer viele Dinge, die auf die Islamisierung durchaus hindeuten. Oder wo man dann in vorauseilendem Gehorsam den lieben Islamangehörigen den goldenen Teppich ausrollt. Oder den roten Teppich. Also es ist irre. Kommen wir zurück zum Wahlkampf. Also ja, die CDU ist Brasilien oder so, Argentinien, Italien, Deutschland als Fußballnationalmannschaft und die Gegenseite sind die Färöerinseln. Oder gleich hier, wie gesagt, hier so unser Verein hier Preußen Münster, die kriegen nichts geschissen, verlieren meistens, können nicht vernünftig spielen, gerade im Vergleich. Ne? Das ist eher so eine Thekenmannschaft dann. Man stellt sich vor, die haben noch keine Chance. Und so ist die SPD unter dem Kandidaten. Also ich dachte erst, wen wollen die denn jetzt noch schicken? Die sind alle verbrannt. Ja? Der Schulz-Zug ist abgefahren. Und dann die Nahles, ja, die kannst du auch. Den Pino Griccio, wie heißt er da? Hier unseren Steinbrück, den kannst du auch. Steinmeier ist damit beschäftigt, den Grüß-August zu spielen und den großen Obermoralisten. Ja. Und wen hat man da noch? Ja, die Esken halt, ne? Die Esken, ja.
neue Doppelspitze. Neulich war sogar, habe ich gehört, Kevin Kühnert im Gespräch. Um Himmels Willen. Das ist echt, ich meine, das ist wirklich, Merkel schlägt die locker aus dem Feld. Ich bin der SPD wirklich ernsthaft böse für all das, was sie versäumt hat, was sie falsch gemacht hat, für all den Verrat, den sie betrieben hat an ihrem Volk, an ihrer Klientel, an ihrer hauptsächlichen Wählerklientel, an all denen, dass sie im Grunde genommen wie die CDU ist, dass sie kaum noch unterscheidbar sind, diese beiden Parteien, dass sie im Grunde genommen den willfährigen Mitmach-Junior-Partner spielt, anstatt den gleichberechtigten Partner, sich da so devot Merkels CDU zu Füßen legt und dann Merkel die Stiefel leckt. Das ist ekelerregend einfach nur noch. Und tja, dann habe ich noch so gedacht, Mensch, die haben da wirklich kein Konzept mehr. Wen sollen die schicken? Den Stegner? Das fände ich ja das geilste Stegner als Kanzlerkandidat. Diesen sauertöpfischen Kerl. Dann klappt es auch mit der mit der Unterschreitung der 5%-Hürde, da bin ich ganz sicher. Weil da würden sich selbst wahrscheinlich einige der Hardcore-Wähler entsetzt abwenden und aus Reflex die FDP wählen oder sowas. Oh Mann. Ich nehme der SPD das, wie gesagt, ernsthaft übel, nicht nur den ganzen Verrat, den sie getrieben hat, sondern dass sie im Grunde Merkels Herrschaft weiter noch zementiert auf für dahin die nächsten 4 Jahre dann auch noch bis 2025. Auch nochmal die ganze Geschichte. Die werden wir nie mehr los. Nicht irgendwie Amtszeitbegrenzung, irgendwie wie in den USA. 2 Amtsperioden hier, 4 Jahre kannst du schaffen, wenn du wiedergewählt wirst. Nein, obendrein auch noch. Obendrein schicken die noch ihre letzten Heuler da. Jetzt haben sie nicht den Schulz mehr. Jetzt ist nur noch ein Buchstabe ein bisschen verändert. Aus dem U mach ein O. Jetzt ist der Scholz. Jetzt soll der Scholz tatsächlich eventuell Kanzlerkandidat werden, nachdem ja Kühnert. Also, ja, wenn es wenigstens der Kühnert wird, aber auch das. Merkel hat sich echt unersetzbar gemacht. Unangreifbar. Die kannst du nicht mehr loswerden. Und da sich die AfD leider zerstreitet parallel und sich alle, die wichsen sich alle einen ab drauf. Oh mein Gott, ja. Zerstreiten wegen ihrem angeblich so bösen rechten Flügel. Ich meine, mein Gott, Mann. Auf der linken Seite hat man überhaupt keine Scheu. Ja? Die Linkspartei, MLPD, diese ganzen Kommunisten-Wichser da, die vermischen sich da alle bunt und lustig. Das ist völlig scheißegal. Der Ramelow, der kann da sich als Stalinist outen. Es ist scheißegal. Keine Sau interessiert das mehr. Nach links ist immer alles offen bei denen. Tun die sich mit den schlimmsten, mit den härtesten, definitiv antidemokratischen Kommunistenschweinen zusammen. Mit den scheiß Sozialisten. Und nach rechts hin, da muss man sich ja distanzieren. Und das Overton-Fenster geht immer weiter nach links, sodass jetzt die selbst sehr gemäßigt Konservative, selbst Leute, die früher in der Mitte standen sogar, die weder rechts noch links waren, jetzt auch schon rechts sind. Und auch schon die Bösen sind. Oder diese Distanzeritis dann immer. Meine Güte, ey. Ich verlange ja nicht mal, dass man sich echt mit den strammen Neonazis zusammentut, die auch antidemokratisch sind. Also die, dass man da die NPD oder den Dritten Weg oder so mit ins Boot nimmt. Um Himmels Willen, nein. Aber hört doch auf, euch so stark abzugrenzen. Das ist doch dann, ja, wie gesagt, und die AfD hat dann kaum noch eine Chance. Und dann wird das Merkel-Programm bis in alle Ewigkeit durchgezogen. Also zumindest so lange, bis dieses Land halt nicht mehr dieses Land ist. Bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter. Bis es völlig kaputt ist. Interessiert keine Sau, ich weiß. Ich wollte eigentlich zu meinem heutigen Hauptthema kommen, und zwar es widerstrebt mir, es überhaupt auszusprechen, aber gerade hatte ich auch so ein kleines Erlebnis. Also nicht ich persönlich eigentlich, ich war jetzt nicht involviert, aber ich war kurz davor, was zu sagen dazu. Ich muss mich leider wirklich selbst schelten dafür, was ich hier gemacht habe, nämlich, dass ich nichts gemacht habe und nichts dazu gesagt habe. Nicht mal irgendwie jemanden in Schutz genommen habe, Partei ergriffen habe.
Denn das hätte ich tun sollen. Ich hätte solidarisch eben sein sollen. Es war ein Fehler, das nicht zu tun. Denn da hat sich wieder so eine alte, wie so ein Nazi verhalten. Ich meine, da kommt so der Nazi, dieser Freizeit-Nazi, dieser Denunziant und dieser Blockwart, ja, kommt da auch raus aus den Leuten. Das ist so, diese Deutsch, im Deutschen scheint so genetisch drin zu sein. Und das konnte auch jede Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg, nach all diesen Dingen, nach diesen Zeiten, konnte das nicht gänzlich zerstören, dieses Ding. Ja. Dieses Obrigkeitshörige, dieses gerade auch, was sich in dieser Corona-Krise gezeigt hat, dass die Leute rumlaufen, wirklich wie die letzten Masken-Zombies und sich da auch noch freuen drüber und das noch, ach so, das ist so, das, es soll dann immer so, es soll immer so rüberkommen, so, ja, wir nehmen das Leben, wie es ist, wir nehmen die, ja, und wenn es noch so schlimm ist, ob es stimmt oder schneit, wir sind immer gut drauf. Ja, nein, seid ihr nicht, ihr seid dumm, verdammte Scheiße. Ihr gebt eure Freiheit direkt an der Garderobe ab, meine Güte, noch eins. Wieso muss man den Leuten das eigentlich immer sagen? Und davon handelt auch mein heutiger Artikel, aber erst dieses Erlebnis. Also ich muss meine eigene Feigheit gelegentlich auch mal überdenken und versuchen, vielleicht mal einzuschreiten, wenn jemand anderen ungerecht behandelt, egal wer das auch ist. Denn, naja, also jedenfalls, ich weiß nicht, ob es eine Grünwählerin war. Nee, jedenfalls gerade, ich gehe Richtung Kasse, Aldi. Und eine Bedienstete dort vom Aldi räumte gerade in diesen seitlichen Kassen, vorne an der Kasse seitlich in diese Wühlkörbe das ein, in diese Metallkörbe, das ganze Zeug. Die hatten gerade so einen Überschuss an Erdnüssen in der Dose. Die klassischen Trader Joe's. Geröstet und gesalzen mit Öl. Fettarm sind die nicht gerade und somit auch wiederum nicht unbedingt das Gesündeste, was existiert. Träumte gerade ein und dann ist ihr wohl, dieser Verkäuferin, also dieser dort Angestellten, ist wohl die Maske unter die Nase gerutscht. Ne? Und man soll ja die Maske über der Nase tragen, sonst wirkt die nicht. Und dann die Kundin dann so, dann war da so eine Kundin, so eine, ich sag mal so, etwas älter, Mitte 40 oder 50, Haare auf den Zähnen sozusagen, an den falschen Stellen behaart, kurze, also kinnlange Haare, ne, so rund gekämmt, kennt man ja an beiden Kopfseiten, so rund gekämmt, mit leichten grauen Strähnen schon. Die Hässlichkeit in Person, das sah man trotz schwarzer Maske sogar, die über Mund und Nase gezogen war, ordnungsgemäß sozusagen, ne? Ja, und sagt sie so, ne? Ja. Ja. Sie nimmt die Nase. Ziehen Sie bitte die Maske über die Nase. Türkoffer so. Hat erstmal weiter eingeräumt, denkt sich nichts dabei. Ziehen Sie die Maske über die Nase, hallo, Sie müssen die Maske über die Nase ziehen. In diesem Ton so. Sie müssen die Maske über die Nase ziehen. Über die Nase. In diesem Ton. Ne? Und ich verkaufe so, Entschuldigung, die rutscht halt, ne, so, er gab ihr zu verstehen, sie ist halt runtergerutscht, ja, unter die Nase, weil, ja, ich sag mal so, wenn man körperlich tätig ist und was einräumt oder was schrubbt oder so, dann rutscht mal ganz gerne die Maske auch, überhaupt, wenn man sich bewegt oder wenn man mit dem Ding atmet. Oder wenn man manchmal ganz schlecht Luft kriegt darunter. Und manche Leute kriegen schlecht Luft. Und das war jetzt eine sehr dünne Verkäuferin, die sieht ganz gut aus. Man sieht die, ich sehe die manchmal, es ist einer der Stammaldis, in denen ich einkaufen gehe. Es gibt hier mehrere in der Umgegend bei mir. Und ich gehe da ganz gerne mal bei verschiedenen einkaufen. Und die ist zwar, wie gesagt, gärtenschlank, aber ich kann mir vorstellen, viele können ja nicht gut atmen unter dieser Maske. Und dann, ja, da kann schon mal sein, dass man die unter die Nase zieht. Also das, oder dass sie einem unter die Nase rutscht und damit die Nase dann wieder frei ist. Und kann erstmal ein bisschen wieder wenigstens durch die Nase atmen. Ne? Alles wieder Paletti. Aber nein, die Kundin noch mehrmals. Und dann fragt sie sich, was?
Was ist denn, haben Sie ein Problem? Und sie so, ne? Ich habe jetzt dann nicht alles mitbekommen, weil ich dann bereits dran war an der Kasse. Meine Ware rutschte gerade in Richtung des Scanners, wo der Verkäufer saß. Also ein männlicher Kollege der Dame da, ne? So. Ich weiß nicht, ob der das mitgekriegt hat und ich frage mich, ob sich die Alte da hinter mir beschwert hat. Und wie sie da so anging in diesem Tonfall, da hätte ich eigentlich dazwischen gehen müssen und hätte sagen müssen, es ist jetzt okay, bitte kriegen Sie sich jetzt wieder ein. Geht es jetzt wieder? Können Sie jetzt wieder... Ne? Sie sehen doch, die Dame ist hier beschäftigt, ja, die schuftet hier schwer, ja. Für einen Apfel und ein Ei. Na gut, man muss sich unbedingt erwähnen, dass die Leute nicht so super verdienen in so einem Einzelhandelsbereich, gerade beim Discounter, aber komm, hätte man sagen können, optional, also, aber, ne, mein Gott. Ich gedacht, ey, so eine Scheiße, echt. Die Leute sind so begeistert, wirklich, das ist das in Deutschland, man lässt sich hier seine Freiheiten nehmen und klatscht noch Applaus, ja, und sagt doch, bitte, bitte, das ist auch so diese Schilder von den, von hier, den FFF-Demos hier, verbietet uns endlich etwas! Das passt genau, das ist genau diese Art. Bitte verbietet uns endlich was. Bitte, bitte sagt uns verdammt doch mal, wo es verfickt noch mal lang geht. Ja, das ist so dieses Deutsche. Man braucht, man will unbedingt, man braucht so einen Führer irgendwie. Oder eine Führerin zurzeit, ja. Und tut dann noch so, als sei Merkel so die Galionsfigur, ja. Die Führerin der freien Welt. Ja, ja, klar. Ist sie definitiv. Ja, nur dass das irgendwie auch ein Widerspruch in sich ist. Ich meine, die Führerin der freien Welt, ja, sagen ja manche so, also hier so die größte, ne? Weil so von Amerika hatte man sich dann ja komplett verabschiedet, so seit Trump, so, ja, Amerika unter Trump ist nicht frei, sagen die immer die Leute. Dabei hat er nicht ansatzweise derartig die Freiheiten eingeschränkt wie Merkel oder beziehungsweise, ich sag mal so, nur an den notwendigsten Stellen. Jetzt komme ich zu dem Artikel. Es ist die Nadant von genau einer Woche vorher. Wir haben jetzt den 13. Dementsprechend war es der 6. das letzte Mal. So, und ich habe hier noch die Online-Ausgabe. Mir ist echt ein bisschen übel geworden. Ob des Presseausweises, wie die Kolumne immer heißt. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich war wirklich... Ich bin immer noch überrascht. Das Ganze ist mal wieder von einem meiner Lieblingsfeinde hier dieser Art, die für die Nadant schreiben, Arno Tilzner. Hier ist er abgebildet. Nein, der trägt nicht irgendwie so einen Stofflappen vorm Mund. Das ist ja unhygienisch. Nein, der ist ganz vorbildlich gleich. Der versteckt sich gleich komplett hinter so einer... Der hat sich gleich komplett so ein Plexiglas-Visier vors Gesicht gesetzt und posiert hier ganz stolz, hier lächelnd auf diesem Foto. Ich kann nicht... Es wäre nicht korrekt zu sagen, was ich tun würde, wenn ich ihn sähe. Aber es hat was zu tun mit tatsächlich physischer Gewalt. Also ich fordere auch niemanden dazu auf, aber ich persönlich weiß nicht, wie locker ich im Einzelnen bleibe, wenn ich diesen scheiß Wichser irgendwo sehe. So, er hat einen ziemlich arroganten... kleinen Artikel geschrieben oder eine Kolumne, Presseausweis, na dann. Und zwar vom 5.8. habe ich vertan. Nicht der 6.8., der 5.8. Ach, scheiße, manchmal habe ich mit dem... mit dem Kopf rechnen. Oh Gott, ey. So. Es geht natürlich auch der obligatorische Diss gegen die
sogenannten Rechten, ja, gegen die Konservativen der AfD, bleibt nicht aus. So viel verspreche ich schon mal vorweg. So, Veränderung, liebe Leserinnen, liebe Leser, ist nicht jeder Menschenssache. Wir merken also, er ist ein absoluter Sprachkorrektist. Er ist ein Sprachpurist. Er möchte definitiv, dass die gendergerechte Sprache jetzt hier Einzug hält. Dabei ist jeder Mann, jedermanns Sache, wie man das seit Ewigkeiten sagt. Wie man vielleicht mal aus Spaß gesagt hat, jeder Frau's Sache, ja. Aber da wird man doch komisch angeguckt. Und es gab immer jedermanns Sache. Und allein schon da, da zeigt sich schon, wes Geistes Kind der Typ ist. Also wirklich, jeder Menschens Sache, wie scheiße klingt das eigentlich? Ist das wirklich das Niveau, auf das wir uns begeben wollen? Ist das die Sprache, die wir haben wollen künftig? So, besonders ältere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, richtig auch da, kann er einfach nicht anders, stehen im Risiko, rückblickend zu formulieren, haben wir doch nie so gemacht. Ich erinnere mich an einen Montagmorgen am Schiller. Gemeint ist hier das Schiller-Gymnasium, nicht der örtliche AfD-Vorsitzende. So, ich musste mich etwas zurückziehen mit meiner rechtspopulistischen Hetze. Sonst denunziert einen noch einer, dass man die Maske nicht richtig getragen hätte. Jedenfalls gemeint ist natürlich nicht Martin Schiller hier, das ist der Vorsitzende der AfD hier zu Lande, hier vor Ort. Soweit ich weiß, ein netter Mensch. Ich bin ihm mal vor einiger Zeit begegnet, als ich bei einem Neujahrsempfang dabei war. Von der AfD, da gibt es ja immer diesen Neujahrsempfang. So, also er war in einem Schiller-Gymnasium damals und er war damals schon ein unerträglicher Besser-Wessi. Besser-Scheißer. Klugscheißer auch. Also ich erinnere mich an einen Montagmorgen am Schiller. Ich war 17 und gerade von einer Woche Bildungsseminar in Flotow zurück, für das die Schule, genauer gesagt die Geschichtslehrerin, ihren Musterschüler ausgewählt hatte. An diesem Morgen setzte ich mich mit einigen Mitschülern um, was ich in Flotow gelernt hatte. Frontalunterricht ist von gestern. Wir stellen die Tische in einen Kreis. Oh. Ja. Klasse. Ja. Ja. Ich glaube, da erübrigt sich schon jeder Kommentar. Was uns für diese Aktion fehlte, war die Zustimmung der Lehrer. Brauchten wir nicht. Für den Fall aufmuckender Lehrer hatte ich einen dicken Wälzer von den Professoren Reinhard und Annemarie Tausch, Erziehungspsychologie, von mir auf dem Tisch liegen, mit einschlägigen Lesezeichen versehen, sodass ich jederzeit den Stand der Wissenschaft oder was ich dafür hielt, zitieren konnte. Es war also Montag und die Veränderung war eingetreten. Mann, muss ich noch verbalisieren, was für ein furchtbarer, unsympathischer Kotzbrocken der Typ ist, wie er alles besser weiß, wie er da so selbst seine Lehrer so vorführt, souverän. Ja, 17, ich meine, so alt wie der aussieht, war das vor mindestens 40, 50 Jahren, also in 60ern oder 70ern, ja. Ja, vermutlich eher 70er, so diese ganzen reformpädagogischen Bestrebungen, die dann teilweise von kleinen, naseweißen, grünen Ohrenschülern angeregt wurden. Also, ja. Ich meine, komisch, ich war nie so. Ich meine nur so, vielleicht kann man ja so sein, vielleicht muss man sogar so sein, aber mit 17 so seinen Lehrern vorschreiben wollen, wie die eigentlich den Unterricht besser gestalten könnten oder die Sitzordnung oder was auch immer. Also weiß ich nicht, ob ich das gewagt hätte. War man schon so weit mit 17? Ja, ich meine, man war frech, ja? Man war aufmüpfig und vorlaut vielleicht, ja. Aber so eine Klugscheißeritis, also wow, beeindruckend. Was haben wir noch?
So, vor einem halben Jahrhundert, ich muss zu der Grafik, die hier eingebettet ist, komme ich nachher. Die Grafik hat mir die Zornesröte, ehrlich gesagt, ein wenig auf die Stirn getrieben und noch ein bisschen so die Pumpe in Schwung gebracht, muss ich sagen. Dafür ist der Tilsner ja immer gut, der letzte Kotzbrocken, aber wow, er unterhält mich nicht nur und ich finde ihn nicht nur von Kolumne zu Kolumne, wenn er mal dann eine schreibt, unsympathischer, sondern top. So, vor einem halben Jahrhundert stand ich entschieden und überzeugt auf der Seite der Veränderung. Uns gegenüber standen Lehrerinnen und Lehrer. Ach so, vor einem halben Jahrhundert, also vor tatsächlich 50 Jahren, also. Er ist ein alter weißer Sack. Mann. Vor einem halben Jahrhundert stand ich entschieden und überzeugt auf der Seite der Veränderung. Uns gegenüber standen Lehrerinnen und Lehrer, die ungefragte Abkehr von ihrer langjährig einstudierten Praxis, Frontalunterricht in Klammern, als unerhörte Zumutung empfanden. Ja, gut. Ich meine, Lehrer sind natürlich auch so, dass sie in der Regel tatsächlich auch ein bisschen Schlingel alles besser wissen und dass sie sich ungern in ihr Lehrkonzept und in ihre Lehrpläne da reinquatschen lassen. Aber hey, Arno, wenn ich jetzt mal dich persönlich adressieren darf. Und weißt du, was Lehrer auch nicht mögen? So vorlaute Klugscheißer. Vielleicht lag es nämlich einfach auch ein Stück weit an dir, dass du so ein klugscheißerisches, rechthaberisches Arschloch warst. Schon mit 17 Jahren. Das ist beeindruckend. Ich meine, mit 17 Jahren, da hatte ich noch nicht mal, also ich weiß gar nicht, was hatte ich mit 17 im Kopf? Mädchen und Hormone. Übersprühende. Da fing ich damals an, meine Manneskraft zu entdecken, wie das so in dem Alter, so ab 17 aufwärts, da fängt man ja an, so ein bisschen, hey, wow, ich habe da einen Körper und ich habe da einen Teil dazwischen und das wird manchmal unkontrolliert steif und, oder manchmal, und wow, also da kommt echt erste Sahne raus, also. Also, Herr Tilsner, wirklich. So, am Freitag, dem 13. März 2020, war es ein Virus, das hier in Münster mit dem Shutdown eine grundsätzliche Veränderung erzwang. Aha. Ich rate nicht dazu, die Lieder von den guten alten Zeiten anzustimmen und sich am Gefühl einer Zumutung zu erschöpfen. Gestern war bestimmt sehr schön. Ja, in der Tat, Arno, als wir solche Klugscheißer, wie dich noch nicht kannten, oder als mir noch nicht das Konzept bewusst war, dass du vor 50 Jahren schon ein übler Kotzbrocken warst. So, gestern war bestimmt sehr schön. Heute geht es darum, Gegenwart zu den aktuellen Bedingungen zu leben. Ja. Die Leute also, die darunter leiden, sind wahrscheinlich nur ewig gestrige Spinner und Angsthasen und sind sowieso die Bösen und um die ist es für dich nicht schade, richtig, Arno? Ja, Arno ist so ein Typ halt, der Herr Tilsner hier, dem geht's um gar nichts. Für den sind andere Menschen dann, oder das, was die so empfinden da, das ist für den sekundär. Und er sagt sich einfach, ja, hier, stimmt jetzt mal bloß nicht die Lieder auf die alten Zeiten an. Klar, dann machen wir das nicht, lieber Arno, wenn dir das nicht passt. Tatsächliche Veränderung ist so. Nach heute kommt nicht gestern, sondern morgen. Oh. Hast du den Spruch als hier so Kühlschrankmagnet da irgendwie? Oder wahrscheinlich hat er so ein T-Shirt, so hat er sich extra in der Druckerei machen lassen, die T-Shirt-Druckerei. Boah, keine Ahnung, für 16,50 € vielleicht oder so. Schönes T-Shirt da. Natürlich ein grünes T-Shirt, weil der wählt ja bestimmt die Grünen. Oh, ekelhaft. Es ist schon klar, dass die Zukunft anders wird und dass sich gewisse Dinge verändern. Aber die Frage ist halt immer, lieber Arno, verändern sie sich so zum Positiven? Und kann man nicht vielleicht trotzdem gewisse Dinge wiederherstellen? Oder wie wichtig könnte es sein, gewisse Entwicklung, die sehr negativ sich auswirken, weiterhin zu stoppen oder zurückzufahren oder vielleicht zu einem Status quo ante durchaus zurückzukehren. Denn
Das hat doch nichts mit ewig gestrig sein zu tun, sondern das ist auch nicht mal unbedingt nur konservativ, sondern das ist einfach auch manchmal ganz vernünftig. Ja, was willst du denn, Arno? Willst du, dass wir in Zukunft alle hier in Raumanzügen rumlaufen und gar nicht mehr, dass es dann hier abgetrennte Zonen überall gibt? Und wenn man da irgendwo seine Zone verlässt, dann wird man von der Polizei standrechtlich erschossen oder was? Kommen wir zum letzten Satz, bevor ich die Grafik hier erkläre, die ich noch sehe. Wir sind am Zug. Machen wir noch einmal mehr das Beste daraus. Arno Tilsner. Autor Arno Tilsner steht hier auch noch. Ja, klasse. Jetzt die Grafik hier von Statista. Vor allem AfD-Wähler fühlen sich eingeschränkt, heißt die Überschrift. Befragte, die sich durch die Corona-Maßnahmen persönlich stark eingeschränkt fühlen, nach Parteianhängern. Ja, und dann haben wir hier stehen, Gesamt ja 29% und nein überwältigende 71%. Komme ich darauf zurück, was ich eingangs sagte, ne, dass wir hier von Zombies mehr oder weniger umgeben sind, denen es nichts ausmacht, wenn sie ihre Freiheiten verlieren. Und natürlich weiß ich, wie die meisten Na-Dann-Leser wahrscheinlich, diese kostenlose Zeitschrift, ne? Also die ist ja kostenlos. Und wie gesagt, das gibt es ja hier auch im Internet, sonst könnte ich das ja hier nicht auf dem Display direkt lesen. Ja, die verstehen das natürlich so, guck mal, alles Verschwörungstheoretiker und Angsthasen. Und das, siehst du, wir sind gar nicht so stark eingeschränkt. Ja, ihr seid Zombies, ihr merkt das gar nicht mehr. Ne? Ihr kriegt gar nicht mehr mit, wie stark ihr schon eingeschränkt seid. Und keine Angst davor zu haben, dass ausgerechnet keine Angst vor Einschränkungen von Freiheiten und Bürgerrechten und Menschenrechten und so weiter zu haben. Also, dass man keine Angst davor hat, obwohl das gerade im Gange ist, ja? Dass man keine Angst hat, dass bei solchen Lockdown und ja, Extremmaßnahmen von Regierungen in solchen Krisenlagen, dass man überhaupt nicht glaubt, dass das was Negatives ist, dass das als positiv verkauft wird, das ist das Groteskeste und Verstörendste für mich an dieser Zeit. Das verstehe ich einfach nicht, das will einfach nicht in meinen Kopf. Ich meine, für mich ist das zum Beispiel, dass hier die AfD, Moment, oder AfD-Wähler, dass die am wenigsten Angst haben, oder am meisten Angst haben, Entschuldigung. Ja, 59% der AfD-Wähler. Im Vergleich dazu, an zweiter Stelle tatsächlich SPD-Wähler. Wow, seit wann sind die denn so kritisch? An dritter Stelle die linke Wähler. Ja, so Kommunisten haben immer irgendwo, Kommunisten-Wähler haben immer vor irgendwas Angst. Am meisten sollten sie Angst haben vor der Partei, die sie da wählen, die Linke. Nämlich, die sind nämlich ziemlich üble Kommunisten. 27%, ja, dann haben wir die CDU, CSU mit 25%, dann 24% die FDP und weit abgeschlagen, die Grünen sind natürlich die Oberchecker. Die Grünenwähler 21% haben Angst, was immerhin natürlich auch noch etwas mehr als ein Fünftel ist. Also etwas mehr als jeder Fünfte hat trotzdem noch Schiss vor den Einschränkungen der Freiheiten. Das ist nicht so eine positive Bilanz für die Grünen, wie man hätte denken können. Aus grünen Sicht jetzt. Aus meiner Sicht ist es natürlich noch eine positive Bilanz. Immerhin jeder Fünfte ist da noch skeptisch bei diesen Dingen. Und das ist, ich meine, es geht ja nicht darum, es geht ja wirklich nicht darum zu leugnen, dass das Virus existiert. Es geht nicht darum zu leugnen, dass manche Maßnahmen vielleicht mal eine Zeit lang sein müssen, aber dieser komplette Shutdown, Lockdown, was auch immer, diese starken Einschränkungen, dieses Denunzieren gegenseitig, dieses sich anblaffen, weil jemand die Maske nicht vernünftig trägt oder so oder gar nicht. Also das ist einfach nur noch Kacke.
Und vor allen Dingen dann mit zweierlei Maß müssen, was die Demos betrifft. Ja. Gegen Rassismus, die scheiß Demo, da konnten sie alle ohne Maske rumlaufen. Und die meisten waren ohne Maske de facto. Das kann man auf den Fotos immer noch sehen. Ja. Und auf der anderen Seite dann die Demo für die Freiheit, weil da eben auch ein paar Rechte mitgelaufen sein können. Oder tatsächlich wo sind, dann so zu tun, als ob das dann die schlechte wäre. Und als ob da sich das jetzt wieder alles verbreiten würde. Das ist doch, tja. Für mich drückt die Angst der 59% da der AfD-Wähler durchaus, wobei das auch noch wenig ist, ne? Das sind ja noch nicht mal ganz 60%, das sind ja noch nicht mal 3/4, ne? Und erst recht nicht irgendwie 90% oder so, wie es eigentlich sein sollte. Also das heißt, es ist immer noch ein Defizit von 41%, die offenbar keine Angst haben, aus irgendwelchen Gründen, bei diesen Einschränkungen ausgerechnet, da und die Freiheiten komplett zu verlieren und so weiter. Das heißt, da muss ja immer noch so eine Art Rest, nicht Restrisiko, sondern Restvertrauen zur Regierung sein. Und das finde ich nicht besonders logisch. Mich beruhigt, dass Leute da skeptisch sind und da diese gesunde Angst haben, beziehungsweise diese Vorsicht. Ja, das sind doch Leute, die sind. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass man wachsam ist in der Demokratie. Dass man guckt, welche Sachen werden sie uns einschränken und warum und vor allen Dingen wie lange und vor allen Dingen, was passiert, wenn die das willkürlich ausnutzen und wenn man ihnen zu viel Macht in die Hand gibt. Ne? Finde ich nicht das Verkehrteste. Finde ich nicht den schlimmsten Frevel so oder so. Und das ist für mich nicht etwas, da lache ich doch nicht über die Leute. Ich lache doch nicht drüber so die 59% haben Angst, die sind die größten Angsthasen. Nein, das sind Leute, die berechtigterweise Angst haben. Das ist ein bisschen wie mit der Islamophobie. Ja. Sie wird Islamophobie genannt, ist aber im Grunde genommen eben keine klassische Phobie, also keine irrationale Angst vor einer irrationalen und irrealen Sache. Vor einer Sache, die in Wirklichkeit also nicht existiert, sondern das ist eine Angst vor etwas Realem. Und ich sag euch alle gut und besser Menschen, die ihr so unskeptisch seid und unkritisch und euch für so klug haltet, weil ihr keine Angst habt und weil ihr der AfD unterstellen könnt und den Wählern, dass die da Angst haben oder Angst schüren. Ja, wenn ihr begreifen würdet, was hier abgeht, wenn ihr euch der Realität zuwenden würdet, spaßeshalber auch nur. Dann wäre klar, dass diese Ängste durchaus nicht unbegründet sind. Dann könntet ihr das checken. Man muss sich echt auch immer vor Augen führen, liebe Freunde. Ab wann kann ich. Also, beziehungsweise wie lange und inwieweit kann ich es mir leisten, die Realität zu ignorieren, wenn sie sich sukzessive und rapide verschlechtert? Wie lange kann ich ignorieren? Wie lange kann ich den tatsächlich, nennen wir ihn jetzt mal auch den klassisch Elefanten im Raum, wie lange kann ich den gänzlich ignorieren? Wie er mich zertrampelt. Trampled. Muss ich mir echt fragen, wie lange geht das gut? Und ist schon ziemlich töricht, wenn man verdrängt und ignoriert, was real ist und dann am Ende. Und da muss man sich wirklich fragen, wie lange kann ich es mir leisten, bis ich dann daran abkacke und dann nichts mehr davon habe? Wie lange kann man sich noch leisten, im
mit Blindheit geschlagen zu sein. Oder den Vollidioten zu spielen. Man kann auch jede jegliche Statistik schönlügen oder so mutwillig interpretieren, wie es extrem abenteuerlich ist. Dann am Ende heißt es Farbe bekannt, dann wird es mitunter unangenehm. Lieber den Anfängen wehren, bevor es schlimmer wird und so weiter. Ich wollte es halt nur mal gesagt haben, der Typ ist einfach nur ein ziemlicher Blödmann. So diese Arroganz, ich meine, wenn er mit der Sache super klarkommt, ja, und er liebt das, diesen Plexiglasartigen, diese Art Helm da, die er sich da gemacht hat, der wie in so einem Drogenlabor oder was, ja. Das und sagt jetzt so, tut jetzt so, als könnte man nicht zum Status quo ante zurückkehren. Aber das ist ein Irrtum, das ist ein ziemlich übler Irrtum. Ziemlich beschissener Irrtum. Das tut dann auch weh. Versuchen sollte man es mindestens. Zumindest teilweise, dass man da wenigstens teilweise zu einem Punkt zurückkehrt und gut. Das war's für heute, liebe Kinder oder Erwachsene. Ich bin mit der ganzen Geschichte echt fertig.